Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Tut mir leid, dass gestern keins kam, habe ich ein bisschen versäumt. Ich bin halt immer noch nicht ganz gesund und das merkt man daran auch. Ich habe es mal ganz vergessen, den Vibe baue ich doch an einem neuen Projekt. Nämlich eine Bedwars Map, die so funktioniert wie. Wie das. Wenn man es auf Servern spielt und nicht so wie die Rush Map. Fällt mir gerade auf. Hahaha. Ha, ha. Hätte bevor spawn die egal. Setze ich immer gleich noch ein höher. Ja, bei der anderen Seite sehen sie nicht so schön nach vorne gerichtet aus. Da ist ein bisschen die Yaw-Richtung in den Arsch gegangen. Die Blickrichtung falsch hingegangen und ja, hier ist sozusagen der Shop. Das mit dem Wildschwein habe ich nicht hinbekommen, ist klar. Kann man den Plugin verwalten, aber alles, was man hinkriegt, habe ich damit auch hinbekommen. Es gibt zwei Seiten bis jetzt, also Zweier Map wird es erstmal werden. Hier, wie ihr seht. Der Sackfrance ist schon rausgespawnt. Da habt ihr es gesehen, kann aus dem Boden spawnen. Ein paar Spawn haben wir hier schon gemacht, die sind unter der Map. Ja, der eine, der funktioniert und wie nicht ganz richtig. Vielleicht setze ich den nochmal neu. Von dem bei der nicht funktioniert, ich glaube, das ist der hier. Die kann ich spawnen lassen mit dem Befehl, der ist L lang. Den habe ich mir erstellen lassen von der Webseite. Und mit dem Bett, also hier ist so eine etliche Weather Clock. Wie ihr seht. Ich kann es erschlagen, wo ich will, Redstone. Er wird sofort wieder nachgesetzt, stellen. Kann ich gar nicht schlagen. Die bepowert momentan nur einen Block, nämlich den Test 4 Block. Das war die Koordinate, wo das Bett steht. Wird schon im Bett getestet. Es wird gefunden. Der Komponente gibt ein Redstone-Signal aus, der Umkehrer ist hier. Man wird den Team Blau an der Seite weiterhin. Und sobald er gepowert wird, wird der Spawnpoint von allen, die Team Blau sind, außerhalb der Map gesetzt. So einfach kann man es lösen. Und alle sind raus. Außerhalb dieses Spawnpoints werden sie dann in den Game Boy 3 gesetzt werden, einfach. Und können dann wieder rumfliegen und zusehen. So einfach werden wir es machen. Und dann will ich eigentlich noch Tell Wollen werde ich ja wahrscheinlich noch machen, aber jetzt erstmal Say das Bett von Team Blau wurde zerstört. Und zwar say at a. Nicht du say at a team blue oder so. Und jetzt kontrollieren wir es mal. Noch ist auch kein Spawnpunkt gesetzt oder so. Es gibt keine die blau. Doch kann man damit nichts zerstören. Es klappt. Aber ich darf hier nochmal einen Amboss kurz hinstellen. Das zeige ich euch mal gleich auch. Ja, man. Es macht, dass da Namen rauskommen. Let's Labor. Nein. Machen wir mal Server. Dann kopieren wir mal alles, damit wir es nicht nochmal schreiben müssen. Und fügen es wieder ein.
Und wenn wir jetzt, steht der Server diesmal. Und wenn ich es hinkriege, mache ich das vielleicht noch in die Nachricht auch rein, dass man liest, wer das zerstört hat. Dass er relativ beim Bett da dran ist, aber könnte man es auch nicht. Ich weiß, wie man es vielleicht versuchen könnte. Da ja addArm nicht nötig ist. AddP. Team gleich. Red. Hat das Team von Blau zerstört. Ich versuche das auch noch mit Befehlen nachher vielleicht so hinzukriegen. Das war nur, wenn man diese Blöcke nicht abbauen kann. Aber man wird ja eh Game Boy 2 sein. Hallo, ist die Glocke noch aktiv? Ja. Soll der testen? Ah ja, der Spieler konnte nicht gefunden werden. Scoreboard. Teams at red und blue scoreboard teams. Join red. Jetzt bräuchte ich noch eine zweite Person, um zu sehen, ob der es auch lesen kann, aber ja, so mache ich das halt. Auf Fehleranalyse, das wollte ich schon mal so zeigen. Der nächste Teil der Map, hier drunter sind versteckt Silber-Spawner, also Eisen-Spawner, und das heißt Silber einfach nur. Und der Ball-Plattform. Ey, ich werde Fledermäuse noch killen. T. Kill. At E Type gleich weiß der, ich muss das mal so machen. Summon los oh, ich will die richtige Schreibweise. Brauche ich. Ocelot, Cow, Slime, Pig, Bat, ah, Bat. Klar, Bat muss groß geschrieben. So einfach machen wir es. Und vielleicht haben wir schon das Glück, ja, und hier seht ihr auch drei Gold gespawnt, die hat einfach nur Gold war. Und hier spawnt massig Silber. Und auf deiner Seite ist das nächste Team. Da baue ich die ganze Technologie auch noch mal hin. Hier unter der Insel. Ist natürlich am schlauesten, die unter der Insel natürlich zu verstecken, weil diese Chancen werden immer geladen sein. Wenn man sie braucht, nämlich mit dem Bett. Ja, dann wird im Star Chunk dann sein. Den man ja umsetzen kann, zum Glück. Zum Beispiel vermute, dass sie hier immer auch im Star Chunk sind.
Und ja, hier ist alles zu. Ihr seht auch, ich kann ja mal die Villager zeigen. Hier war ein Stick-Verzauberung mit Befehl, ich gab. Bei der Befehl-Creation-Maschine hat es halt Holzschwert. Eigentlich dürfte es kein Attack-Damage haben. Hat ich hier mal so eingestellt. Wenn es hat, dann hat es halt ein bisschen. Aber hauptsächlich Rückstoß. Ein Goldschwert. Schärfe 1 kann man sich so kaufen. Schärfe 2 mit Eisen 16 und mit 5 Gold. Schärfe 3 und Verbrennung. Da kommt Bogen. Ja, da muss ich ein bisschen runtergehen. Aber ein bisschen weniger nehmen. Das war der Befehl zu lang für den Befehlsblock. Und das ist schon komisch, finde ich. Unendlich 1. Unendlich und Schlag 2. Haltbarkeit, Stärke, Schlag und endlich. Und ein Pfeil. Ja, ihr wollt vielleicht gerne wissen, wie ich es mache. Ist ganz leicht. Mitteltaste drücken und diesen Mod drin haben im Feed-Modus. So. Ihr seht relativ gut. Ich bin im Kreativmodus, deswegen kann ich die aufsammeln. Trotz Infinity. In Essen wird es geben. Ja, OP auf Goldapfel. Muss richtig davor stehen, sonst erkennen die einen nicht an. Und da sieht auch, was ich meine. Das sind die Blöcke, die es gibt. Da ist auch Blöcke, aber es sind Spitzhacken. Rüstung. Bei Blau ist die Blau natürlich. Hat da der Farbcode. Schutz 1, Schutz 2. Ich dachte, ich hätte ein paar mehr. Ja, da genau. Schutz 2, Schutz 4 und Haltbarkeit 1. Wenn die anderen Teile. Hier kann man eine Enderperle erschaffen, Wolf für Hund und Knochen. Hier ist ein Trank der Heilung. Das hier ist Trank der Schnelligkeit. Werfbarer Trank der Vergiftung. Hier, damit ihr seht, Heilung kann ich ein bisschen schlecht zeigen. Aber mit der Schnelligkeit kann ich zeigen. Hier habe ich jetzt Geschwindigkeit drauf. Und jetzt gehen wir zum letzten Villager. Eine Bank. Hier kann man halt massig Silber oder Bronze umtauschen, wenn man von den niedrigeren Einheiten was braucht. Und auch so, dass man kein Plus machen kann. Und dafür kann man nicht zurücktauschen auch. Das würde man eben Minus machen beim Rücktausch. Aber ich will ja nicht, dass man Gold kriegen kann oder Silber, ohne bei den Spawnern ist. Dass man halt die niedrigere Einheit sich holen kann daraus. Und hier ist genauso so ein Silber-Spawner. Bis ich schon längst was gespawnt habe, da bitte. Ja, hier hinter spawnt manchmal auch was. Da kommt man da aber nicht ran. Und ich kann es genauso machen. Nicht Typ Bett halt den eingeben, sondern Typ Item. Und die Items wurden gekillt.
Wir können doch in zwei weitere Richtungen machen, eine Vierer-Map draus. Aber erstmal soll es nur Zweier-Maps werden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Und noch einen schönen Karfreitag wünsche ich euch. Morgen kommt dann wieder das Mythen. Nicht vergessen. Ich habe noch keine bekommen, also nehme ich wieder auf, wenn ich aus dem Internet. Ciao und bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, abonnieren. Kommentare nicht vergessen. Und wir nehmen jetzt.